Shark Attack, die Kölner Haie-Doku. In der Vorbereitung lernen die Haie ihren neuen Trainer schon mal ganz gut kennen. 15 Spiele, deutlich mehr als sonst üblich. Igor Pavlov setzt auf Kondition und sowas gefällt dem Management. Uns hat sehr imponiert, wie er in Krefeld gearbeitet hat. Ich denke mal mit Bedingungen, mit einem Etat, der nicht an unseren Etat rankommen wird oder an andere Mannschaften oder Vereine rankommen wird. Und man hat gesehen, dass er mit seiner Art und Weise zu trainieren, zu spielen, mit sehr, sehr viel Speed erfolgreich ist. Tja, noch lachen die Jungs. Hier bei der Saisoneröffnung vor 7000 Fans, die vor allem auf den neuen russischen Trainer schauen. Ich glaube, ich bin der Mensch, welcher nicht nach irgendwelchen Vorteilen oder nach Ausrede sucht. Also ich habe bestimmte Vorstellungen, was wird meine Mannschaft Kölner Haie nächste Saison spielen und was war in der Vergangenheit, das ist in dieser Saison nicht so groß. Offensiv soll es werden und schnell. Nationalverteidiger Andi Renz weiß, was auf das Team zukommt. Ja, also Angst gibt es im Sport weniger. Also wir freuen uns alle riesig, dass es endlich losgeht. Ja. Geht ja los in Iserlohn morgen. Unter Druck steht der KHC schon heute. Diesen hohen Anspruch, den die Kölner Haie oder den die Stadt Köln an die Kölner Haie hat, hinzubekommen in einer Fußball- und Karnevalsstadt hinterm FC. Die Leute denken immer noch in den 90er Jahren, wo Düsseldorf und KIC sich abwechselnd die deutschen Meisterschaften gegeben haben, aber mit einem wirtschaftlichen Fiasko versehen hinterher. Die DEG hat jahrelang gebraucht, um sich davon zu erholen. Wir haben es an sich nur überlebt, weil, wie gesagt, unser Mäzen und Gesellschafter gekommen ist vor vielen Jahren und hat den Verein mit einer hohen Millionensumme unterstützt. Es gilt eben, oder der Weg ist, zu versuchen, Kosten zu senken, Umsätze zu steigern und einigermaßen sportlich dabei erfolgreich zu bleiben. Der KIC-Fan als natürlich geborener Optimist. Wir haben eine super Mannschaft stehen, der hat gut zusammengestellt, junge Leute drin, besser kann es nicht gehen. Wir müssen in den Playoffs wieder dabei sein. Ja, auf jeden Fall Playoffs. Also, und dann mal weiterschauen. Klar, Meister wäre natürlich top, aber erstmal Playoffs anstreben. Playoffs. Erstmal müssen wir ein bisschen zurückschrauben, würde ich sagen, Playoffs, das ist ein erstes Ziel. An der Gummersbacher Straße freut man sich nach der schlechtesten Saison der Clubgeschichte über Dauerkartenzahlen von denen anderen Clubs träumen. Es ist unglaublich, trotz allem, wie die Fans noch zu uns gehalten haben. Also, wenn man jetzt wieder die Vorverkaufszahlen sieht, der Dauerkarten, das ist sehr, sehr gut. Und der Einbruch war eigentlich, ja, schon da, war eigentlich minimal. Ich würde es nicht sagen, Vorsicht. Danke. Posten. Motivation gibt's also ohne Ende rund um die Arena. Um es einigen Kritikern zu zeigen, die uns gerade in der letzten Saison mit Häme und Spott bedacht haben, obwohl sie wussten, wie schwierig die Situation bei uns ist, dass das kein Selbstläufer ist in Köln. Und wenn eben ein Gesellschafter, der jahrelang hier Geld dazugetan hat, wirtschaftlich Probleme hat, dann kann man sich eben ausrechnen, was das im Eishockey bedeutet. Das ist bei anderen Vereinen auch nicht anders. Es ist schwierig, sich in Deutschland hinter Fußball zu behaupten, gerade in der Stadt Köln. Stimmt. Insgesamt 9 neue Gesichter gibt es in der Haie-Kabine. Für Igor Pavlov einigen Grund, optimistisch zu sein. Konkrete Zielsetzung, wir wollten natürlich Playoff erreichen mit Heimvorteil übrigens, ja. Und wir wollten einfach Zuschauer begeistern mit einem guten, modernen, totalen Eishockey. Und so weit, wie es geht, in Playoff kommen. Am besten, am liebsten, deutscher Meister zu werden. Zudem müssen wir wieder zurückfinden, dass die Mannschaften mehr Respekt vor uns kriegen und einfach sagen, okay, die Kölner kommen, dann müssen wir uns warm anziehen. Das Ende der sportlichen Bescheidenheit, es ist ganz nah. Mit den Haien darf man wieder rechnen.